innerhalb von kürzester Zeit verballert. Ja, natürlich mit Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt im Normalfall braucht. Also mit so ein bisschen Versace-Tapete, also Seidentapete oder eben halt auch der Couch jetzt und den Möbeln eben halt. Das sind, glaube ich, eigentlich Sachen, die kein Mensch braucht, aber die das Leben trotzdem schön machen. Und schön sollen es auch die Gäste von Matthias und Hubert haben. Ja, wir kommen jetzt hier in das kleine Feine, also in den blauen Salon. Ja, also das ist Esszimmer Nummer 2. Auf Luxus wollen Hubert und Matthias auch unterwegs nicht verzichten. Ihre vielen Kreuzfahrtreisen finden nur in der edelsten Kategorie statt. Und so haben sich Matthias und Hubert auch ihr Ja-Wort gegeben mit einer 40.000-Euro-Hochzeit. Tja, wie sind wir an unseren Reichtum gekommen? Blöde Frage, ne? Durch Arbeiten. Hubert hat von seinen Eltern ein Reisebüro übernommen und dieses erfolgreich weitergeführt. Heute überlässt er seinem Mann Matthias die Leitung. Der gelernte Friseur ist erstaunlich geschäftstüchtig und hat ein Händchen für die anspruchsvollen Reisen der reichen Privatkunden. Ich habe ja manchmal übers Wochenende daheim über 20.000 Euro Umsatz gemacht. Das hat keiner gesehen. Wenn da irgendjemand abends um 11 angerufen hat, ne, war mir aber da und das haben die halt geliebt, die Kunden. Meine kleine Maus, zieht das schon wieder. Ja, gib mal ein Küsschen, mach mal ein Küsschen. Meine kleine Maus. Im Hause Feller sind die Rollen ganz klar verteilt. Matthias kocht gern, er wäscht gern, er putzt gern und ich hasse es. Also ich denke schon, dass Hubert derjenige ist, der bequemer ist. Ja. Ja, ich bin total bequem und ich bin auch richtig faul. Sag ich offen und ehrlich, da stehe ich auch dazu. Doch vom Faulenzen muss sich das Promi-Paar nun verabschieden. Für 3 Wochen geht es ins Sozialexperiment. Auf Matthias und Hubert wartet ein Leben auf Hartz IV. Ich bin gespannt, ob ich mit so wenig Geld noch klarkomme. Mit dem wachsenden Luxus, den man sich so über die Jahre angeeignet hat. Ob das dann jetzt noch funktioniert oder so einfach funktioniert. Und ich finde es eigentlich schön, dass wir das jetzt eigentlich auch mal erleben dürfen. Du kommst ja eigentlich nicht, wenn du in der Schicht bist, kommst du ja eigentlich nicht unten rein. Meine Eltern hatten früher immer gut Geld. Aber mehr als 5 Mark hat es früher nicht gegeben. Und ich wollte halt 6 Tage die Woche dann früher auch feiern gehen. Und dann habe ich halt nur 3 Mark gehabt für den Eintritt und konnte dann nichts mehr zu trinken leisten dann, weil es war nichts mehr da. Und da habe ich halt immer nebenbei noch gearbeitet. Ich habe Parfüms verkauft, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe hier sämtliche Rasen habe ich gemäht als Kind. Ja, bei mir war das ganz anders da gewesen. Also wie wir beide uns kennengelernt haben, ich noch eine Friseurlehre gemacht habe, zu der Zeit eigentlich ja, vom Trinkgeld hauptsächlich wirklich gelebt habe. Ich habe gar nichts mitgekriegt, dass es ihm so schlecht ging und alles. Das hat er mir irgendwann danach, wo du Geld hattest, dann hast du mir erst einmal erzählt, du, ich habe damals für 5 Mark oder für 5 Euro habe ich damals das Essen eingekauft, habe für uns also alle gekocht. Ich vergesse nie. Scheiße. Du weißt genau, was jetzt kommt. Nee, was denn? Was denn? Hey. Ich habe damals auf der Sparkasse, das weißt du, mein Konto war so im Minus gewesen. Wir hatten eine gute Bekannte. Ich habe gesagt, ich brauche noch mal Geld. Und dann sagte sie eiskalt zu mir, das geht nicht. Dann hatte ich Gott sei Dank wirklich eine Sachbearbeiterin, die ganz, ganz toll, wo ich auch heute noch stolz bin, die Frau zu kennen, die gesagt hat, Matthias, ich gebe dir 500 Euro nochmal. Und das war ganz toll. Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Was ihm jetzt als Promi auf Hartz IV helfen könnte. Ja. Rückblick. In dieser Villa auf Mallorca lebte noch vor 2 Jahren Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein mit Ehefrau Andrea. Beide begaben sich damals für 4 Wochen ins TV-Sozialexperiment. Mutig wagten die Millionäre ein Leben mit Billigmöbeln und Dosenbier. Das sind keine Möbel. Da ist gar nichts. Alles wird langsam zum Albtraum.
Stell dich nicht so blöd an, ich krieg schon wieder Bauchweh. Eingeschlichen, eine gewisse Langeweile. Man war dann wie Bruder und Schwester oder wie engste Freunde. Nach 24 Jahren Ehe war Heinz wieder Single. Stop to save me. Ein Jahr später. Ustron in Polen. Der Fürst hat hier eine neue Liebe und ein neues Zuhause gefunden. Heinz' aktuelle Traumfrau heißt Silvia, ist zweifache Mutter und stammt aus einer der reichsten Familien Polens. Für den Millionär und die erfolgreiche Geschäftsfrau ist es Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns kennengelernt hier in Ustron, wo wir sind, in Polen. Das war vor 2 Jahren. Das war ein Besuch, Familienbesuch. Ja, und jetzt nach 2 Jahren sitzen wir hier zusammen, wir wohnen zusammen und wir hatten keine Ahnung, dass unsere Liebe so unser Leben geändert hat. Silvias Villa ist für die neue Familie gerade groß genug. Auf 2200 Quadratmetern Wohnfläche genießt das Paar zusammen mit Silvias Kindern Camilla und Nicolas ein Leben der Superlative. 10 riesige Zimmer und 4 Bäder bilden das Reich der Familie. Der Fürst fühlt sich hier wohl. Er mag es groß, auch wenn es nach seinem Geschmack in der Villa noch mehr glänzen könnte. Ja. Ja. Super, super. Ja. Hab ja bei mir. Käse bei dir. Fürst Heinz kann sich jeden Tag ein Luxusbad mit Kaviar und Champagner leisten. Sein Vermögen wird auf 55 Millionen Euro geschätzt. Er besitzt unter anderem weltweit Immobilien. Doch das dicke Konto allein sorgt nicht für Glück. Als Heinz Silvia zum ersten Mal trifft, macht nicht nur sein Herz Luftsprünge. Ich bin im Juli 2017 eingeladen gewesen von ihren Eltern mit meiner Noch-Ehefrau. Ich wollte nicht nach Polen. Nicht, weil ich nicht interessiert bin an Polen, aber ich war gar nicht interessiert, irgendwo hinzufahren. Und wir waren eingeladen und da stand sie dann neben ihrem Papa und neben ihrer Mama in einem roten Kleid, die Lady in Red. Und ja, ich war schon richtig läufig nach 10 Minuten. Das war schon ein seltsames Gefühl. Also ich wollte nicht her und dann lerne ich Silvinka kennen. Silvinka heißt Silvia, ich sage immer Silvinka. Ja, von ersten Moment dachte ich, dass das ist ein sehr interessanter und sehr charmanter Mann. Und jetzt wohnen wir zusammen zwischen Polen und Berlin. Ich könnte jetzt sagen, die erste Hartz-IV-Sendung hat eine jahrzehntelange bestehende Verbindung getrennt. Ich weiß nicht, ob nicht die zweite Hartz-IV-Sendung, an der ich teilnehmen darf, auch solche Auswirkungen hat. Man weiß es ja nicht. Doch bevor die Konten für das Sozialexperiment eingefroren werden, präsentiert Silvia ihr Familienimperium in Polen. Dafür muss schon mal der Helikopter herhalten. Für einen kurzen Rundflug über alle Ländereien und Fabriken von Silvia und ihrer Familie. Ich arbeite in Family Business. Wir sind Produzenten von Kaffee, Tee und Süßigkeiten in Polen und Tschechien. Das weiße Gebäude, das ist ein Turm, wo wir produzieren weiße Pulver für Industrie, also ja, für Dessert, für Suppen, für Soßen, für verschiedene, weißt du, Bereiche. Die macht nicht nur Kaffee, Tee und Süßigkeiten, auch andere Sachen. Die fast 20 Jahre jüngere Millionärin hat neben ihrem Business noch viele andere Talente. Kochen, Silvia. Denken, auch Silvia. Und ich, ja, ich weiß ja nicht, was für mich noch übrig bleibt. Denken? Nein, reden mit Hartz-IV-Empfängern und denen verbal in den Hintern treten. Oh, das ist schon gut. Das ist die wichtigste Sache. Silvia ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Polens. Jede freie Minute gilt jedoch ihren 2 Kindern. Tochter Camilla und Sohn Nicolas werden deshalb auch eine Woche im Sozialexperiment verbringen. Besonders für Heinz wird allein das schon eine große Herausforderung werden. Und das alles nur mit dem knappen Hartz-IV-Budget. Wenn man vorher ohne Kinder oder Teenies lebt, dann ist es natürlich etwas ruhiger im Leben. Mit Teenies ist es etwa weniger ruhig. Ja? Bevor es ernst wird, genießt die Familie noch mal das leichte, unbeschwerte Leben. Camilla, Nicolas, Silvinka,
Ja. Wer spielt ich mit wem? Ich werde mit Nikolas. Er ist sehr gut mit mir. Ich spiele mit Nikolas. Nein, ich spiele mit ihr. Nikolas spielt mit mir und du kannst mit deiner Mama spielen. Camilla ist ein Mädchen, die gerne, so möchte ich mal als Laie beurteilen, im Mittelpunkt steht, die aber auch gerne bestimmt. Du bist in diese Ja, das bestimmt schon ich auch, wo ich bin. Das bestimmst du nicht alleine. Die Camilla ist ein nettes, junges Mädchen, eine junge Dame, aber sie kann auch nerven. Komm, Camilla, gehen wir schnell zur Bank. Kopfschmerzen. Ich auch. Ich bin ja nicht mit Kindern oder Teenies aufgewachsen. Die babbelt sehr oft und manchmal ist sie auch stinksauer. Dann gibt die mir Widerreden. Sowas bin ich ja nicht gewöhnt. Ich meine, wenn ich etwas bestimme oder sage oder entscheide, nein, das geht so nicht und das machen wir so nicht. Und du bist, so geht's ja nicht. Das ist mein Charakter. Bonbon für die Kraft. Was? Kann ich, aber das nach dem Training. Ja. Das ist deine Motivation. Motivation. Ah, was? Nein. Dann bist du verrückt oder was? Camilla ist schlimmer wie die Silvia. Mehr sage ich nicht. Und vor lauter Abnehmen rutscht mir schon die Turnhose. So, Nikolas, komm, wo wollt ihr hin? Die haben keine Chance gegen uns, Nikolas. Wir gewinnen 3-2. Ist doch Nein, wir gewinnen 3-2. Nikolas, streng dich an. Das war schön. Geh doch hin, da musst du doch rüberschießen. Das war hier. 12-7. Du spielst, ich tanze. Mein Ziel ist, dass Heinz mehr bewegt. Und das bedeutet, er trinkt weniger Energy Drinks, isst weniger Süßigkeiten und raucht nie so viel. Wir haben gewonnen. Ja, Frauen, gewonnen. Für mich ist Familie natürlich was Neues. Ich bin noch nicht, ist ja lustig, aber ich bin noch nicht dran gewöhnt. Sowas muss man lernen, glaube ich. Für Heinz keine einfache Aufgabe. Im Experiment wird es zwischen ihm und Camilla noch ordentlich krachen. Wir haben gewonnen. Zu viel Wasser. So, Profisportler. Was denn? Ja. So, Nikolas hat gut gespielt, wir haben gewonnen. Das glaube ich nicht. Ja. Wir haben das gewonnen. Das war Women Power. Sie hat das tiefgefrorene Wasser. Das ist tiefgefroren. Nach dem Sport muss man eine rauchen. Scheiße, jetzt ist das nass durch das Wasser. Sind wir auf der Feuer dabei? Nein. Komm hier auf. Hast du, ne? Es hat gezündet. Oh, yeah. Solche Kleinigkeiten machen so viel. Da siehst du nicht, Vermögen ist wichtig. Das Feuer bei einer Zigarette ist wichtig. Ja. Tschak, tschak, tschak. Wir bewegen uns in einem gepflegten Umfeld und wir bekommen alles, was wir wollen. Das bekommen wir bei Hartz IV nicht die nächsten Wochen. Und ja, ich bin neugierig. Ich bin neugierig, wie es mit der Silvia funktioniert. Wie das Hartz-IV-Leben funktioniert, diese Fragen stellen sich auch die Fellers. Der Einzug ins Experiment rückt mit der Ankunft der Koffer immer näher. Was denn jetzt? Ja, kommt noch jemand? Ha? Ich weiß nicht, was jetzt ist. Guten Tag. Hallo. Ich habe zwei Koffer und einen Umschlag für Sie. Dankeschön. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Schatz. Was ist denn? Noch fürs Handgepäck ist das nicht klein, oder? Sag mal, willst du mich rollen? Was? Wie soll ich denn in so einen Koffer? Das soll der große Koffer sein. Für 3 Wochen?
Und dann hier. Dann hier. Ein goldener Umschlag. Oh Gott. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten, oder? Lieber Matthias, lieber Hubert, liebe Joyce und liebe Amore. Willkommen bei Promis auf Hartz IV. In den nächsten 3 Wochen nehmt ihr an diesem Sozialexperiment teil. Dafür bekommt jeder von euch einen Koffer. Bis auf Kleidung, Zahnbürste, Zahnpasta ist nichts weiter erlaubt. In einer zusätzlichen Tasche könnt ihr die notwendigen Utensilien für eure beiden Hunde, Joyce und Amore, einpacken. Zusätzlich dürft ihr einen Luxusartikel eurer Wahl mitnehmen. Alle Kreditkarten, EC-Karten, Bargeld und Handys müssen abgegeben werden. Das Sozialexperiment Promis auf Hartz IV ist mit harten Regeln verbunden. Bei Matthias liegen die Nerven jetzt schon blank. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Gott. Say my name, say my name. Nichts? Jetzt müssen wir von dem Geld auch noch alles kaufen. Say my name, say my name. Doch es gibt kein Zurück mehr. Matthias Hubert und ihre Luxushunde machen sich bereit für eine ganz besondere Reise. Ein paar Bling-Bling nehmen wir schon mit, oder? Lass mir danach zwischendrin mal auffallen. Wir wollen ja nicht Mauskrauter rumlaufen, oder willst du Mauskrauter rumlaufen? Hallo, da bin ich. Ich laufe immer Mauskrau rum. Ach je. So, ja, es ist so. Bisschen was muss nachher. Ja, dann nehmen wir halt also noch. Als Zirkusdirektor gehe ich nicht in irgendeinen Block. Meinst du, das wird was für dich? Brauchen wir auch noch ein Täschchen und alles für dich. Oje, oje, oje. Was auch für Amore gilt. Der Hund braucht Futter, der Hund braucht Klamotten, der Hund braucht Spangen, der Hund braucht Shampoo, der Hund braucht Conditioner. Schatz, du musst praktisch denken, du musst praktisch denken. Ja, so ein bisschen Hund dafür habe ich dich, Matthias. Dafür habe ich dich fürs praktisch denken, du. Du weißt, da hast du doch gerade wieder gehört. Ja, ja. Ne, Joyce, die ganze du bist alles außer praktisch. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, eine Jogginghose, oder? Bei Hartz IV, oder? Das brauchen wir auf jeden Fall noch, oder? Also ich ziehe keine Jogginghose an, definitiv. Ja, du ziehst sie auch zu Hause an, auch ohne Hartz IV. Hubert ist, glaube ich, der Bodenständige von uns beiden. Also Hubert ist jemand, der definitiv keinen Luxus braucht. Für Matthias gehören Leben und Luxus zusammen. Ja, ansonsten, ich habe überhaupt keine Ahnung, was man für so ein Projekt einpackt. Ne? Also null. Also da war es einfacher, für andere Sachen zu packen. Aber also eine Badehose brauche ich wahrscheinlich nicht. Also im Wellnessbereich werde ich nicht irgendwie unterkommen. Ne? Dass es ganz anders kommen und Hubert extrem an seine Grenzen bringen wird, ahnen die beiden noch nicht. Matthias ist überhaupt nicht bewusst, was auf ihm zukommt. Der wird sich so umstellen müssen von seinem ganzen Leben. Ne? Bei mir ist es, ich bin eh wegen der Einfachere. Ne? Und von unserer Partnerschaft erwarte ich eigentlich oder hoffe, dass wir ziemlich an einem Strang ziehen werden. Wobei ich wirklich glaube, dass der Hubert mich wirklich komplett falsch einschätzt. Und ich glaube, dass er erstaunt sein wird und teilweise auch abgenervt sein wird, wie geizig ich sein kann und wie streng ich sein kann, dass halt dieser typische Hubert-Feller-Einkauf nicht stattfinden wird.